Bitte nein. Ich will nicht in die Vergangenheit. Viel habe ich nur leider noch nicht drauf. Ich bin faul. Sehr faul. Okay. Wir schaffen das. Wir sind in Kapitel 8. Wir haben nur noch 8, 9 und 10 und im Schlund der Finsternis. Wir schaffen das. Wir kriegen das heute noch durch. Muss bestimmt zu zwei, oder? Das heißt links, rechts, links. Ich laufe einfach mal. Kann sein, dass wir gleich mal wieder tot sind. Aber. Oh, minus eins. Römische Ziffern, was sie wohl bedeuten? Keine Ahnung. Eventuell Zahlen. Bei der Explosion verloren drei Bergleute ihr Leben, aber auch, was wie ein seltsamer Zufall erscheint, Heizpartner George Whitehead, der die Hälfte der Anteile an der Mine und dem Gasthaus besaß. Einer der Gäste des Gasthofs, der ein wichtiger Zeuge hätte sein können, verschwand einige Tage nach dem Unfall. Er war nicht der Einzige in der Gegend, der unter der ungenannten Umständen verschwand. Das alles ist sehr merkwürdig und die Ermittler scheinen nicht sehr begierig darauf zu sein, diese Geheimnisse zu entgründen. Ich helfe ihnen gern, aber natürlich nicht kostenlos. The accident claimed the lives of four people. Why would my father kill them if they were his friends? And on top of that, the explosion led him to financial ruin. That doesn't make any sense. My father was Machen no Sie fool. Mal ah. He wouldn't hurt his own interests. Die Mine meines Vaters hat sich für so viele als Grab erwiesen. Es ist einfach schrecklich. Wenn ich nicht wie all die anderen enden möchte, sollte ich mich an die Hinweise in Gilmans Notizen halten und den grünen Lichtern folgen. Andernfalls finde ich nie wieder heraus. Lesestunde! Er hat mich angelogen. Dieser alte Mistkerl hat mir direkt ins Gesicht gelogen. Er hat mir den Bären aufgebunden, dass diese Karte mich zum Gold führen würde, das in dieser Mine versteckt ist. Als ich ihn fragte, warum er nicht selbst hinabsteigt und sich das Gold schnappt, sagte er, er sei zu alt. Seine Augen seien nicht mehr so gut wie früher und er würde es einfach nicht mehr alleine schaffen. Und was habe ich getan? Anstatt den alten Narren auszulachen, habe ich ihn bezahlt. Bin bis in die tiefsten Tiefen der Mine gedrungen und... Ja, ich habe Gold gefunden. Doch es war nichts weiter als Narrengold. Stinknormales Pyrit, das selbst ein Kind vom echten Gold zu unterscheiden vermag. Meine Gier hat mich hierher gebracht und jetzt finde ich den Weg zurück nicht mehr. Seit wie vielen Tagen bin ich bereits hier unten? Verdammt, vielleicht sind es sogar schon einige Wochen. Gott sei Dank mangelt es hier nicht an Ratten, ansonsten wäre ich schon längst verhungert. Mein Durst stille ich mit verdecktem Grundwasser. Wenn auch das zu nahe geht, bleibt mir nur noch mein eigener Urin zu trinken. Ich habe die Notizen eines Mannes namens Gilman gefunden, die einen Weg aus der Mine beschreiben. Wenn mich die Angst nicht übermannt hätte, wäre ich jetzt in Sicherheit. Ich bin dem richtigen Weg gefolgt, doch als ich dieses unmenschlichen Schrei hörte, bin ich weggerannt, bis meine Beine keine Kraft mehr hatten. Das ist das Ende. Ich schaffe es nicht mehr zurück. Wenn ich hier sterben sollte, dann denk daran. Wer auch immer du bist, folge den Notizen des Detektivs. Die Lichter sind der Schlüssel, die grünen Lichter, die ich manchen Tunneln gesehen habe. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Ich bin so entsetzlich müde. Dann schlaf. Schlaf. Schlafei. Da komme ich nicht rein. Mit bloßer Kraft. Oder auch nicht. Okay. So geht's. Die grünen Lichter. Und wir werden doch garantiert verfolgt. Garantiert. And I hate it. Grüne Lichter. Oh, Streichholz. Hier. Du bist hier. Die grünen Lichter.
Oh, lass mich raten, im jeden Ausgang ist ein grünes Licht und das muss ich finden. Oh, shit. Kollege! Ich brenne hier einfach alles nieder. Ich glaube, das ist gut. Alles niederbrennen. Ups. Hallo, möchte. Danke. Was haben wir hier? Streichholz, Petroleum. Heilsgeheimnis? Was könnte dieses Wort damit meinen? Verehrter Herr, ich habe Ihre Anzeige bezüglich Ihrer Suche nach John Norton gelesen. Ich bin vielleicht eine einfache Bauersfrau, aber ich schwöre bei Gott, ich weiß, wer sowohl für sein Verschwinden als auch für das Verbrechen in der Mine verantwortlich ist, bei dem mein Mann ums Leben kam. Ich habe das alles bereits dem Sheriff erzählt, aber er hat mich nur ausgelacht und meinte, durch meine Trauer würde ich mir Dinge einbilden. Ich bin bereit, Ihnen alles zu erzählen, jedoch nur unter vier Augen und in meinem Hause, da ich mich nur hier wirklich sicher fühle. Wenn Sie hören, welche Geheimnis die Familie Hyde verbirgt, wird sich für Sie alles ändern. Die Familie war gut darin, das Geheimnis zu hüten, aber ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, was nachts hervorkroch aus diesem... Wir kriegen hier ganz schön viel Licht. Folge dem grünen Licht. Dann folgen wir mal. Also, suchen mal. Ich werde mich hier so verlaufen. 2. Kein grünes Licht. 3. Kein grünes Licht. 3. Trappel, 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 Pony. I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Hier gibt's keine grünen Lichter. Ich geh einfach mal irgendwo hin. Oh, okay. Ja. Gut, ich gehe mal durch die 2. Hallo? Bin ich richtig? Okay. Über 4 rausgekommen. Aber ich habe hier keine grünen Lichter. Alrighty. Folge den grünen Lichtern. Ich habe keine grünen Lichter. Machen wir durch die 5 eventuell. Mal durch die 4. Ach, bei der 6 sind wir rausgekommen. Ich gehe mal durch die 4. Weil mir sind die Bretter weg. Okay. Geh mal durch die 5. Aber wohl nicht so lang. Oh, Licht. Geil. Hier passiert doch garantiert noch irgendwas.
folge den grünen Lichtern. Welche grünen Lichtern, verdammt nochmal? Da komme ich auch nicht. Ich werde nie so aus. Ich muss Hinweise finden. Dang, die Leute arbeiten hier und ich glaube nicht, dass sie die ganze Zeit verloren haben. Ich hasse sowas. Ich habe 25 Petroleum. Wenn man das in Gümmels Notizen hat und den grünen Lichtern folgen. Welche verfickten grünen Lichtern? Entschuldigung, aber... Welchen grünen Lichter? Oh hey. Ich verstehe es nicht. Passe ich hier irgendwie was oder? Sehe ich halt auch nichts, ne? Kann ich nicht anzünden? Mach das ja ordentlich. Ich weiß nicht mal, wie ich das machen soll. Folge den grünen Lichtern. Wenn es keine grünen Lichtern gibt, hast du Pech gehabt. Komme ich mir gerade vor. Bin ich hier. Und wieder hier. Ich habe echt keine Ahnung, was und wie ich das machen soll. Kein grünes Licht. Kein grünes Licht. Kein grünes Licht. Kein grünes Licht. Ach, alles gut. Dieses Rätsel wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich am Ende nachschaue, weil ich habe echt keine Ahnung. Hier ist gar kein Licht. Green light. The one that the dead man had written about. If he was right,
then I'm on the right track. Statt 2 bin ich rausgekommen. Wo bin ich reingegangen? Ich weiß es nicht mehr. Was Ritter findet? Ja. Einfach rumrennen. Einfach irgendwo durch. Da war's nicht. I'm running in circles. Damn it. Halt die Fresse. Maybe someone's written one down somewhere. Hier denn dann nochmal irgendwie ein Zettel oder ist das jetzt einfach nur Good Luck? Ich bin hier vorhin rausgekommen. Wo bin ich da reingegangen? In die 4. Das heißt, in die 3, da müsste ich in die 6 eventuell. Immer die Hälfte. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Die 6 war da hinten irgendwo. Und 4. Sechs. Komm ich dann bei der 3 raus? Nö. Ja, allzu viel zum Ausprobieren habe ich ja nicht. 3 rein, 3 raus. Okay. 5 rein, 3 raus. Jojo, da bist du nicht die Einzige. Das ist jetzt so PT-mäßig. Du gehst so raus und hast alles dasselbe nochmal, aber kommst irgendwo raus. Yay! Hey, da war ich schon drin. Ich warte immer noch, bis irgendwas hinter mir her ist. Einfach auf gut Glück renne ich hier herum. Wir haben ja Zeit. I won't ever get out like this. I must find some clues. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Oh, hey, Petroleum. La 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 la. Tetris? Ja. Das habe ich momentan immer im Kopf. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirr.
Ich habe halt hier auch nirgends mehr Hinweise oder sowas. Ich hasse dieses Rätsel. Ich hasse dieses Spiel. Ich will hier nicht mehr sein. Das wird mir zu viel. Ich will nach Haus in mein Bett. Dort ist es schön warm. Zu Hause in meinem Bett. Da will ich gerne sein. Hat sich zwar nicht gereimt, aber ist egal. Ich finde halt auch keinen Hinweis mehr oder sowas. Das ist Spielstreckung Nummer 4 in diesem Spiel. Ey. Wo bin ich denn? Na, wenn noch. Der Tipp, folge den grünen Lichtern, ist auch das Beste, weil... Ja. Mit der Karte verstehe ich mich halt auch nicht. Ich versteh's nicht. Hilfe! Ich will hier raus. Und umdrehen. Hilfe! Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich will hier raus und will ins Meer. Dort ist es schön, weil es dort schön ist. Und die Sonne strahlt so sehr. Ich frag mich nicht, ich hab Probleme. Ich spüre, wie man. I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Kernjagd. There. The light is green again. A little bit of effort and I can get out of this damn mine. Ich bin zurückgegangen. Ich verstehe es nicht. I don't understand it. Aber hey, es klappt. Ich mach so einfach weiter. Oh.